Die Sonne ist aktuell rund 4,5 Milliarden Jahre alt und wird im Alter von 10 Milliarden Jahren ihren Brennstoffvorrat aufgebraucht haben. Übrig bleibt ein weißer Zwerg, der kein Stern mehr ist. Die kleine Restsonne geht in die Verlängerung. Nach ca. 2 Milliarden Jahren ist dann endgültig Schluss. Die Entwicklungsgeschichte der Sonne, die erst um das Jahr 1920 geschrieben wurde, ist das Ergebnis der Arbeit vieler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Davor tappte man mehr oder weniger im Dunkeln. 1646 veröffentlichte der Universalgelehrte Athanasius Kircher seine Sicht auf die Sonne. Zu sehen ist eine brennende Scheibe, übersät mit Brandherden und aufsteigenden Rauchschwaden. Es waren die neu entdeckten Sonnenflecken, die Kircher zu dieser Interpretation inspirierten. Die Lehren des Kopernikus hatten die Sonne bereits in den Mittelpunkt des Weltbildes gerückt, aber unterm Strich blieb die Sonne noch für Jahrhunderte nichts anderes als eine brennende Kugel aus Kohle, die morgens auf- und abends unterging. Verbesserte Teleskope und eine Erfindung des Joseph von Fraunhofer brachten Bewegung in das Thema. Mit seinem Prismenspektroskop beobachtete Fraunhofer das Regenbogenspektrum des Sonnenlichts und entdeckte darin dunkle Streifen. Diese Linien konnten einer Quelle zugeordnet werden, nämlich den chemischen Elementen, die auf der Sonne vorkommen, Wasserstoff und Helium, in Spuren außerdem Sauerstoff, Kohlenstoff und Eisen. Als im 20. Jahrhundert die Astronomen theoretische Überlegungen zum inneren Aufbau von Sternen anstellten, wurde klar, dass auf der Sonne und überhaupt bei Sternen eine Energie gewaltigen Ausmaßes in Aktion treten müsse. Atomphysiker hatten zu Beginn des 20. Jahrhunderts damit begonnen, den atomaren Aufbau der Materie zu erforschen. Sie begannen über Kernspaltung und Kernfusion nachzudenken. Zu ihnen gehörten Walter Bade und Fritz Zwicky. Sie deckten den Zusammenhang zwischen makro- und mikroskopischen Phänomenen auf und nutzten die Erkenntnisse für ein neues Sternenmodell. Das würde die schier unerschöpfliche Energie der Sterne erklären. Selbst Neutronensterne und schwarze Löcher wurden für möglich gehalten. Der Begriff Supernova wurde populär. Das meiste von dem war Theorie und wurde anfangs bezweifelt. Den Durchbruch brachten astronomische Entdeckungen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Sonne gehört zur Klasse der sogenannten massearmen Sterne. Sie wird nach allem, was wir heute wissen, nicht als Supernova oder als schwarzes Loch enden, sondern als weißer Zwerg. In etwa 5 Milliarden Jahren wird der Sonne der Brennstoff ausgehen, und zwar in einem mehrstufigen Prozess. Zuerst wird der Wasserstoff zu Helium fusionieren. Da sich die Reaktionen zunehmend in der Hülle abspielen, wird sich die Sonne zu einem roten Riesen aufblähen und sehr heiß werden. Das Sonnenplasma wird die Bahnen der inneren Planeten berühren, Merkur und Venus werden das nicht überleben. Die Ozeane auf der Erde werden verdampfen. Sollte es noch Lebensformen geben, spätestens jetzt würden sie verschwinden.
Wenn der Wasserstoffvorrat versiegt ist, beginnt das Helium zu fusionieren und verwandelt sich in Kohlenstoff. Das geht so lange gut, bis auch das Helium verbraucht ist. Am Ende kollabiert die gigantische Hülle der Sonne unter ihrem eigenen Gewicht. Ein planetarischer Nebel entsteht und wird sich über einige Lichtjahre hinweg in die Milchstraße hinaus erstrecken. Von der Sonne wird in der Endphase nur noch ein weißer Zwerg übrig bleiben. Extrem hell, extrem heiß und extrem kompakt. Ohne Kernfusion im Innern verliert der Sonnenrest weiter an Kraft und verliert den Status als Stern. Aber es wird niemanden mehr geben, der sich für Statusfragen interessiert. Was am Ende bleibt, ist dunkler Sternenstaub, der sich in der kosmischen Finsternis verliert. Eine winzige Chance gibt es für die Sonne. In 5 Milliarden Jahren soll die Andromeda-Galaxie mit der Milchstraße kollidieren. Falls es tatsächlich so weit kommt, werden Billionen von Sternen beider Galaxien gravitativ interagieren. Werden junge und alte Sterne einander näher kommen und sich vereinen. Vielleicht ist das die Chance für den weißen Zwerg, der einmal die Sonne war, zur Erneuerung.